Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP und wir kämpfen in Knights of the Round gegen The Hammer Baldurs. Ja, und der hat wirklich einen großen Hammer. Und ich meine, nein, nicht das, was ihr jetzt denkt. Ihr seht gerade, was er hier hat. Und das ist eine ja, super. Da hat er so einen Riesenhammer und haut mich hier mit seinen Fäusten. Super. Damit habe ich nicht gerechnet. Du bist ein Fuchs, Baldurs. Oh, weia. Das läuft nicht gut, denke ich. Der hat ja viel zu viel Energie. Ah, ja, guck dir mal, mit einem Treffer macht er mir... Das war ja jetzt mehr wie ein Viertel Schaden, was der mir hier gemacht hat. Das war sogar fast die Hälfte, oder? Also ein Drittel war es bestimmt. Es war bestimmt ein Drittel. Mit einem Angriff. Kann doch nicht sein. Oh, Mann, was ist das denn für einer? Ah, natürlich ist das ein Drittel. Oh mein Gott, drei Angriffe von dem und ich bin tot. Ja, super. Das ist doch gemein. Safe State, so. Ah, ja, du Penner. Du. Ah, was zum Henker? Du kriegst... Was zum Henker? Was machst du denn hier? Nein. Verdammt, ich kann mich doch jetzt nicht auch noch auf zwei Gegner konzentrieren. Ach du Scheiße. Ah, oh, ja, komm. Erstmal weg mit dem... Nein! Ich komme mir nicht mal dazu auszureden. Jetzt erstmal weg hier. So, Soldat. Ah! Das ist ein heftiges Teil. Mein lieber Mann. Das ist ja überhaupt kein Vergleich mit den Gegnern bisher. Ach du Scheiße. Hilfe! Oh mein Gott! Jetzt muss ich hier doch eine Safe-State-Party draus machen. Mann! Lass mich in Ruhe. So, jetzt reicht's. Komm her! Nein! Boah! So, jetzt reicht's. Hier! Da! Ja. Komm her! So. Ich glaube, der hat mich getroffen. Aber ein wunderschönes Bild gerade. Ja. Scheiße, Mann. Das ist ja ein übles Vieh. Da brauchst du ja mindestens ohne Safe States 5 Continues, um den Typen hier mal zu besiegen. Meine Güte. Hammerman Baldurs zeigt es uns aber ganz schön. So, Safe State. Ich muss jetzt leider hier so ein bisschen safe staten, weil ich glaube, gegen den verliere ich sonst einfach zu viel Leben. Und, okay. Ah, haha. Ja, das war die Special Attack von Percival, die ich hier probiert habe. Und es hat funktioniert, aber wie ihr seht, habe ich dabei sehr viel Energie verloren. Die habe ich ja ganz vergessen. Damit war es dann natürlich dann... Naja, es war nur deshalb kein Problem, deswegen, weil er schon so viel Energie verloren hatte. Aber, so für das große Finale ist diese Technik ganz gut geeignet, würde ich sagen. Gut zu wissen. So, okay, ich hoffe, jetzt kommen nicht mehr ganz so harte Gegner. Zunächst mal zumindest. Dass das jetzt nicht der Endboss war, das war klar. Oh, Junge! Ein Schatz! Oh, weia! Und Gegner und... Da, hört auf! Geht weg! Geht weg! Ich muss mich dringend entspannen. Ich brauche jetzt dringend einen Birdman. Und zwar ganz dringend. Birdman? Du bist nicht Birdman! Da ist der Birdman! Juhu! Da ist er! Hallo Birdman! Willkommen! Ich hau dir... Jawohl, du bist besiegt, Birdman. Nein, du bist noch nicht besiegt, Birdman. Aber jetzt! Noch nicht, weil ich dich jetzt besiege. Ja, genau. Oh mein Gott, Buster Ass kommt von hinten links. Hör auf! Buster Ass! Hör auf damit! Wieso sind das jetzt auf einmal so viele? Ich komme gar nicht mehr vorwärts. Oh, weia. Komm her! Buster Ass! Ja, das waren spastische Geräusche, aber es hat funktioniert. Ja, okay. Hey, Fatman!
du bist auch noch da. Komm mal her. Was? Ist Fatman abgehauen? Hey, Fatman, ich bin enttäuscht von dir. Alter Beschützer von Gotham City. Ja. Na, ihr seid ja nicht der Rede wert. Haha. Level! Ja, das musste auch mal sein. Wahrscheinlich wird mich Chainsaw Man jetzt wegen Copyright verklagen, weil das eigentlich zu Borderlands gehört, dieses abgespackte Levelgeräusch. Aber egal. Ja. Oh, hallo Birdman. Schön, dich zu sehen. Ja, hallo. Buster Ass! Na kommt, lasst mich... Oh, jetzt hauen sie hier zu dritt auf mich ein. Kann doch nicht sein. Ja, das hat sich gereimt. Haha. Die haue hier zu dritt auf mich ein. Ich glaub, das kann ja gar nicht sein. Der Percival. Der... Nein, ich fange mich schon wieder so an. Oh Mann. Ja, du brauchst gar nicht so blöd rumspringen, das funktioniert nicht gegen mich. Denn ich bin Percival und ich habe Macht. Fehlt eigentlich nur noch Buck Bumble hier und dann... Oh, weia. Ich kann ja fast alle meine alten Projekte so ein bisschen mit reinbringen. Ob das jetzt Buster Ass alias Super Ad ist für diejenigen, die den Gag nicht kapiert haben. Oder ob das, der gute alte Birdman ist. Das macht ja richtig Spaß hier. Da würde jetzt echt nur noch vielleicht etwas Sultastisches fehlen. Und natürlich auch der gute alte Buck Bumble. Ich meine, den muss ich sowieso mit reinbringen. Ihr wisst, ich mache immer Schleichwerbung für ihn. Schaut euch Buck Bumble an. Das größte Flop-Projekt aller Zeiten. Aber es war so schön. Toyman. Du wirst dafür sterben, dass Buck Bumble nicht gut angekommen ist beim Publikum. Ja! Sehr schön. Kann es irgendwie sein, dass ich in diesem Spiel besonders aufgekratzt bin? Egal. Das liegt an dieser Let's Play Pause. An dieser großen... Ich weiß ja noch nicht mal, wann ich das hier hochladen werde. Jetzt, wo ich das hier aufnehme, ist es gerade Februar. Ich hoffe, es wird noch Februar sein, wenn ich das hier hochlade. Naja, was soll's. Maskman! Gut. Jetzt sind wir vor einer dunklen Höhle und... Das geht meistens nicht gut aus. Ich mag keine Höhlen. Na gut, es sind nur Soldaten. Soldaten sind keine Gegner für mich. Da muss schon einer vom Format Buster Ass kommen. Oh, hallo Birdman. Mann, der Birdman besiegt mich. Das fand ich jetzt aber überhaupt nicht entspannend. Wir konzentrieren uns auf das Spiel und besiegen den Birdman. Ja. Wuhu! Oh, geilen Apfel, Das Spiel hat eigentlich so viel von Golden Axe irgendwie. Das finde ich richtig cool. Das erinnert mich an mörrige Zeiten mit Mr. Mör. Als wir beide noch relativ unerfahrene, unbekannte Let's Player waren und dann dieses Golden Axe-Projekt zusammen gemacht haben. Ach, das war echt super. Diese Zeiten fehlen ein wenig. Oh Mann. Aber ich denke mal, nach meiner Pause und... Oh Mann, lass mich in Ruhe! Nach meiner Let's-Play-Pause und wenn der gute alte Moritz dann seinen neuen PC endlich mal kriegt, können wir auch endlich wieder mal ein Let's-Play-Together angehen und dann... Oh Gott, Schwertmänner! Wieso erschrecke ich mich vor denen? Die sind doch einfach. So. Hier, zack. Seht ihr es? Überhaupt kein Problem. Ich meine, Percival ist einfach der Beste. Ich glaube, ich kämpfe jetzt die ganze Zeit nur noch mit Percival. Der ist einfach... Ich finde den cool. Der hat's drauf mit seiner riesen Breitaxt.
Mad Tiger! Oh Gott! Ja! Hört auf, Tigers, Tigersons. Das sind, oh mein Gott, es werden doch nicht etwa Yario und Shadow sein, meine beiden Kätzchen. Ja. Nein, es sind mehr wie zwei. Dann sind es doch nicht Yario und Shadow, Gott sei Dank. Oh weia. Hallo, Fatman! Ha! So. Läuft prima, Fox. Oh ja. Oh! Dark Armor, Muramasa! Oh Gott, Muramasa. Das bedeutet, wir haben es hier mit einem Schwertkämpfer zu tun. Ja, genau mit so einem. Genau das habe ich jetzt erwartet. Oh Gott, ein Samurai-Typi, auch das noch. Da haben sie sich aber eine echt tolle Gegend ausgesucht, um gegen einen Samurai-Typi zu kämpfen. Der Hintergrund, der passt mal richtig gut dazu. Jetzt bereue ich, dass ich hier doch nicht mit einem Schwertkämpfer kämpfe, sondern mit Percy... Well. Oh, geht dir die Puste aus, Muramasa? Ein Samurai. Kämpf bis zum bitteren Ende. Ihm geht nicht einfach die Puste aus. Also steh auf! Was machst du denn? Ein Samurai hüpft nicht einfach rum. Ein Samurai blinkt nicht. Ein Samurai wirft nicht mit Feuerkugel, du... Du beschämlicher Penner. Mann. Was war das denn? Ein Samurai wirft nicht mit Feuerkugeln. Ist das etwa der Weg des Samurai? Oh Mann. Musashi würde sich im Grabe umdrehen. Oh Gott, nein! Oh Junge! Ich glaube, das werde ich kaum verhindern können, diese Niederlage. Da wird wohl ein weiteres Continue gebraucht. Ah, leck mich! Aber nicht so. Leck mich aber nicht so? Egal. Schön, das hat ja super gepasst. Oh Mann. Ah Mann. Ey, das ist ein Typ. Ich glaub das nicht. Muramasa! Zeit für Lancelot. Ein Schwertkampf allererster Güte. Komm her. Ah, Feuerkugeln! Und der Birdman! Ja, Birdman. Du bist gerade überhaupt nicht entspannend. Nein, ein Birdman, der nicht für Entspannung sorgt, so etwas gibt es nicht. Dann ist es auch kein richtiger Birdman. Muramasa? Oh! Ich glaub das nicht. Ich glaub, Lancelot war doch keine gute Wahl. Gut. Nein, Feuerkugeln! Ein Samurai wirft nicht mit Feuerkugeln! So. Du oder ich! Special Attack gegen Special Attack! Los! Ja, natürlich gewinnt er. Mann! Fuck you! Ich glaub das nicht! Ja, läuft das nicht gut, Leute. Läuft das nicht blendend? Ich kotz. Meine Güte. Und ich hab gedacht, Ballbus wäre schon schwer, aber... Der Typ toppt den sogar noch. Jetzt wird jeder Boss schwerer. Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Ich will nicht noch ein Continue verbrauchen. Lancelot war auf jeden Fall keine gute Wahl. Was erwarte ich auch von so einem Schönling mit blonden Haaren? Sieht aus wie ein Mädchen. Kämpft wie ein Mädchen. Haha, ja. Da, Feuerkugeln. Feuer.
So, jetzt reicht's. Muramasa, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Ich werde dich hier und jetzt erledigen. Bevor du mich erledigen kannst. Hoffe ich jedenfalls. Oh Mann. Jetzt wird's übel. Jetzt wird er wütend. Na, ah, Special Attack! Yeah! Lancelot hat es geschafft. Er hat Muramasa bezwungen. Wenn auch nicht gerade ehrenhaft. Aber was soll's? Wir sind erst einmal durch hier, zumindest mit Stage 6. Und ich will gar nicht wissen, wie viel da noch kommt. Ich hab's gar nicht mehr so in Erinnerung. Naja, auf jeden Fall soll's das für diesen Part erst einmal gewesen sein. Im nächsten Part gehen wir die Final Stage an. Oh mein Gott. Die letzte Stage erwartet uns also. Und wenn wir uns das Zeitlimit ansehen, wird es eine sehr langatmige. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.